Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal mit Jay Chris. Hey Leute. Und wir sind heute Feuer und Flamme für den Battle Pass. Wobei, er hat ihn schon eigentlich fertig. Ich muss noch ein paar Kills mit einer 57er machen. Und deswegen fahre ich heute das PT mal wieder aus. Ich habe es ewig nicht mehr angefasst. Ich hoffe, es funktioniert noch genauso wie früher. So gar nicht. Also, ja, so gar nicht. Ich weiß, also wir beide haben das Problem, dass dieses Ding ja für uns oft einfach nicht funktioniert hat. Also hoffen wir das Beste. Ich brauche noch 8 Kill mit der... Mit Kaliber unter 60 mm. Das sind die einzigen Spieler, die mit dem PT irgendwie keine guten Runden bekommen. Ja, ist halt echt so. Sad. Und dann direkt eine Map, die ich von der Seite noch nie gespielt habe. Oh hey. Vom Cap kriegen wir, glaube ich, nichts mehr ab. Gut, aber wir wollen ja nicht cappen, wir wollen killen. Lassen wir unser Futter vorfahren. Ich habe jetzt halt so überhaupt keinen Plan. Also wie gesagt, von der Seite bin ich die Map noch nie gefahren. Doch, ist jetzt schon ein Light. Oh, ein WMA. Hab ihn. Oh, nee, warte. Hä? Hast du ihn? Sehr gut. Ich habe einen TAM, aber keinen WMA. Wo ist der WMA? Nee, das, der WMA ist der andere, der noch aufgeklärt ist. Den TAM hatte ich aufgeklärt. Ah, okay. Ich war gerade verwirrt. Dann intervenieren wir mal. Okay, ist raus. Unfair. Ich hab nichts damit zu tun, nicht meine Schuld. Wir wollten doch nicht mit den anderen teilen. Nur mit uns. Wo kam gerade diese Rakete her? Der Luft war wahrscheinlich ein Hubschrauber. Aber ich weiß nicht. Könnte von uns auch sein. Ich hasse Hubschrauber. Ich fahr mal hier lang. Hier ist noch ein WMA irgendwo. Ich glaube hier. Okay. Jo. Sehr schön. Okay, ich nehme es mit. Also das war ein Trade, den ich eingehen werden hätte können, tun, gehabt. Machen sollen. Machen sollen, getun haben werden. Deutschlehrer, mein ehemaliger würde mich jetzt erschlagen, aber... Oh, verdammt. Hat sich auch erwischt. Ja, ich bin vor frontal nicht in den T69 reingekommen. Okay. Ich starte nochmal mit dem PT, aber du kannst natürlich was anderes nehmen. Ja, ich werde mal... ich wollte schon immer mal das Sturm ausprobieren. Das Schturm? Ja. Bumm, da geht's lang. Danke sehr. Ich nehme an, der ist Stock, oder? Natürlich. Ah, die Chrysanthema war das mit dem Radar, ne? Ja, genau. Die Chrysanthema war das Ding, was zwei Ziele auf einmal beschießen kann. Also du kannst eine Rakete dem Radarlock überlassen und eine Rakete manuell steuern. Das ist total gestört auf großen Maps. T69 ist raus. Ich habe die Abschlusshilfe noch bekommen. Sehr gut. Unser OF40 da vor uns hat irgendwie Probleme. Da vor uns, da weit vor uns. Er ist ein OF40. Ich würde mich wundern, wenn er keine hätte. Der arme Italiener. Oh, ich bin hier drauf gefahren. Was ist das denn? Die sind ja aus Stein, diese okay. Tonnen. Ich dachte gerade, okay, unser OF40 ist weg. Ich begebe mich mal in eine, ich fange euch ab Position. Also ich stelle mich wieder hinter die Container wie eben auch. Bei mir ruckelt's gerade ein bisschen. Ich hoffe, das sieht man in der Aufnahme nicht so sehr. Ich sehe da noch nichts rausfahren. Ich habe gerade eine Rauchschwade hinterm Berg gesehen. Ich weiß nicht, ob das Feuer ist oder ein Antrieb. Mal hier. Also vier, einen habe ich. ATGMs sind diese
Raketen echt sehr stark, wenn ich das mit anderen ATG-Endwerfern vergleiche. Die fliegen auch echt gut. Ja, ich wollte sagen, die fliegen sehr schnell, die haben eine sehr hohe Reichweite, also. Oh, verdammt, aber ich habe ihn auch getroffen. Nur keinen Schaden gemacht. Sehr gut. Nein! Ernsthaft? Da kommt du Kackwiesel von hinten! Ah, du hättest nicht auf ihn schießen dürfen. Der wäre einfach straight geradeaus gefahren, glaube ich. Ja, aber ich dachte einfach, dass meine Rakete ihn one-hittet und nicht einfach nur hittet. Ja. Also. Aber das wäre ein Kill gewesen! Gib nicht mir die Schuld dafür, dass bei mir diese Rakete nicht funktioniert, während ich in der Maus anscheinend oder in 10 Mäusen auf einmal von einer dieser Raketen rausgenommen werden kann. Hast du Art? Nein, du bist ein TD, du hast keine Art. Ja. Sag mal, was pippt denn mein Radar? Ah, eine Drohne. Also sowas wie so ein Objekt von vorne mit dem PT zu killen, ist dann wieder was anderes. Das will einfach nicht. Ist das Wiesel gewesen? Ich sehe nichts. Wenn er das schießen. Das kann sein, ja, das Objekt fällt jetzt nach links weg. Ein paar Gleiskette nur. Oh, geht doch. Und ich krieg nicht mal ein Assist, das ist traurig. Wäre irgendwie schlau, wenn unsere A2D zu mir gekommen wäre als Flak, aber ich glaube nicht, dass sie das wollt. Ja, ich muss mich dran gewöhnen, beim IT-Bahn brauche ich ja gar nicht stehen bleiben, um die Raketen zu schießen. Voll ungewöhnlich. Ich hoffe, das zählt auch. Also 37 mm gegen Flugzeuge sollte doch genauso zählen, oder? Ja, die 20er gegen Flugzeuge hat auch gezählt. Also es wäre okay, komisch, wenn sie es hier jetzt umändern und sagen, nein. Das zählt jetzt nicht mehr, weil... Weil Gaijin. Hallo, das wäre so plausibel, ja? Weil du sonst damit fertig werden würdest. Ich will doch nur Toiletten schmeißen. Oh. Au, wo war der denn jetzt? Ah, das rechts. Das fällt jetzt von der Hinten dran, ja. Zieht der mir halt echt den Schützen. Der killt mich mit seinem scheiß 50-Kill! Alter! Ich hab ihn komplett leer geräumt. Sein ganzer Turm ist leer, aber er killt mich mit seinem 50-Kill. Unfassbar, ey. Ich komm jetzt mit dem Flieger. Ich hab sie. Warte, sind sie auf Impact gestellt? Ja, sind auf Impact geschnellt. Geschnellt. Eieieiei. Das gibt eine Abmahnung. Unfassbar. Bei mir hält das Ding nicht so viel aus. Was? Was? Achso, wenn du drauf schießt. Ja, das Objekt. Weil ich platze immer One-Shot in der Regel. Ach, jetzt ist er raus. Unverschämtheit. Weißt du, ob die eine Flak haben? Naja, das weiß ich gerade nicht. Ich weiß nur, sie haben einen Hubschrauber auf ihrem, der... Sitzt über deren Hubschrauber-Spawn, da komme ich mit der Flagge nicht hin. Links oder rechts? In die Richtung ist der. Fliegt jetzt niedrig. Ah, ich sehe ihn. Ich fliege den mal an und sag hallo. Soll ich Grüße ausrichten? Naja, mach ruhig. Vergessen abzudrehen, nicht vergessen abzudrehen. Abdrehen ist ganz wichtig. Okay, abdrehen. Na gut. The Lannister sent their regards. Gott, welches Hubschrauber Landeplatz macht denn hier jetzt Damage? Die sind beide genau gleich nah am Airfield, am Schlachtfeld.
Wir machen doch gar keinen Damage, glaube ich, das wieder geändert. Hä, das Hinterrad hat doch Damage gemacht, nur das Vordere nicht, oder? Ich blick da ehrlich gesagt gar nicht mehr durch. Ach, die werden beide handsam. Hm, okay. Ich weiß nicht. Ach, das Platz ist langweilig, wir schießen uns jetzt gegenseitig. Nach rum. Schade. Aber es waren schon mal 4 Kills mit, 5 Kills mit der 37er. Muss gleich mal gucken, ob das gezählt hat. Ich bin guter Dinge, dass wir es heute hinkriegen. Fing schon viel zu gut an. Sag doch sowas nicht. Zeit für ein bisschen Ginseng. So, Butley Pass, Challenges. Da. Ja, 2 fehlen noch, hat alles gezählt, sehr gut. Ah, sehr gut. Der Plan geht auf, dann bin ich damit durch. Auf dem Weg zum Klo. Ja, ist noch Zeit bis Ende Januar, es wird also easy peasy. Und bevor schon wieder in den Kommentaren 50 Leute fragen, ja, so schlimm ist es nicht, ob die MiG-29 auch noch kommt, ja, wird kommen. Aber die Panzerfetischisten steigen mir aufs Dach, wenn ich Flugzeugfolge nach Flugzeugfolge rausbringe. Und das macht den Groß der Community aus, würde ich sagen. Also, Geduld. Boah. Ich fahr B hinten rum und guck dann, ob ich die Leute abfangen kann oder snipen kann. Ich folge dir. Okay, guter Plan. Hier kann ich auch die hübsche Tarnung tragen. Hier macht sie Sinn. Ich finde diese Wüstentarnung echt cool aus. Ja. Ich finde diese Wüstentarnung, die sieht echt cool aus. Ach, du hast sie auch. Ja, du siehst auch echt gut aus. Wir sehen beide gut aus. Ja, wir haben halt Geschmack, ne? Richtig. Aber das Geräusch. Ich werde mich nie an das Geräusch von diesen in den russischen Leitblechdosen gewöhnen. Das klingt halt echt wie so ein Anspitzer, so ein automatischer. Bevor wieder andere 100 Fragen in die Kommentare kommen. Ja, es ist jetzt Paket-Sale. Stimmt. Ja, danke. Aber die Leute müssen noch bis hierhin gucken, um das zu wissen. Ich hoffe doch, die gucken bis hierhin. Ich hoffe es auch. Und bevor ihr euch erschreckt, es ist 25% beim ersten Paket. Das müsst ihr aber erst in den Warenkorb packen, damit das da drauf gerechnet wird. Und 50% erst ab dem zweiten Paket. Aber dann auf beide, ja? Ja, dann auf den Gesamtpreis halt 50%. Aber ich finde, das ist so ein Sale, der bringt mir wieder überhaupt nichts, weil mich interessieren nur einzelne Dinge. Ja, und ich habe schon wieder komischste Fragen auch im Discord gelesen, deswegen sprechen wir das hier noch einmal kurz an. Ja, mussten wieder ganz oft die Sachen gepostet werden, read the news. Ja, die Leute in Sachen sagen, scheiß lesen. Ja, Leute, seid doch bitte nicht so faul, lest die News. Wir helfen euch alle gerne, aber das ist ein bisschen frustrierend, wenn ihr ständig fragt, was abgeht, ohne die News zu lesen. Ich glaube, ich habe sogar auch fast in diesen Worten gesagt. Die scheiß News. Wo ist da was? Da. Oh, da ist sowas. Ich durfte die nicht scouten und ich darf auch nicht durch das Gebäude schießen. Ah, sehr schön. Der Qualp, der hat ja echt viel ausgehalten. Na komm! Ein 2IP stirbt immer sofort. Achtung! Achtung, da sind zwei, wo ich ihn geschossen hab. Ja, aufgeklärt. Dass der nicht krepiert ist, unfassbar. Wie gesagt, das Ding für mich, ne? Oh, ich hab doch gesagt, ich jinx dir das jetzt. Ja, hast du. Du Arschgeige. Hey, du jinxst es immer, dass David stirbt. Und du killst David einfach. Das hab ich einmal gemacht. Du hältst mir einmalige Dinge auch ewig vor. Du meinst so wie das, mit dem, dass du mich nicht mitnimmst in der Aufnahme, obwohl du mich nicht in die Gruppe einlädst für die Aufnahme. Nein, sowas würde nie passieren. Das jetzt schon zweimal passiert ist. Okay, das nehme ich dir jetzt übel, dass du das den Zuschauern erzählst. Wart nur ab. Auch, dann wollen doch alle nur zusammen darüber lachen. Das ist doch schön. So, ist der STB raus? Ja. Außerdem, die fragen doch immer so spezielle Sachen. So ein bisschen Inside wollen die doch, News wollen die auch bestimmt auch haben. Aber ich guck mal nach B runter. Wo war der WMA? Ich kann nicht hier gleich sagen.
Der steht ganz hinten durch auf deren Seite, wo man am Kartenrand auf der Klippe steht. Hm, sehr gut. Weißt du, wo ich meine? Ja. Also der ist plötzlich am Spawn hochgefahren. Ich gehe jetzt direkt ins Flugzeug. Tu das. Und muss ihn von dieser schlimmen Position. Ja, befreie ihn von seinem Elend. Könnte unserem Team sonst echt gefährlich werden, nur deswegen kriege ich ihn erst an. Nicht, weil du dich rächen möchtest. Das würden wir nie tun. Nein, es hat einen taktischen Grund. Weil da oben kann der echt gefährlich werden. Ups! Zählt der? Ja klar, der zählt doppelt, weil er so dumm war mit so einem Fahrzeug. Ich war ganz so perplex, ich habe nur eine Granate abgefeuert und das war wie so eine Zeitlupe, so. Witzigerweise, wenn die jetzt gebounced wäre. Das ist voll assi. Oh verdammt. Na komm! Ich hasse Fahrzeuge ohne Gun Depression. Ohne Depresse kommt ein Flugzeug rein. Ich bin in der Flak. Es ist niedrig über B gerade gewesen. Niedrig über. Oh ja, hi. Oh, es fliegt hinter dir. Es fliegt mich an. Bring's mir. Ich versuch's. Das war seine Mission jetzt. Hä? Er hat sich gerade gewastet. Ja, ist einfach in den Boden geflogen. Ohne ersichtlichen Grund. War er zu schnell? Nee. Ich glaube, der wollte mir ausweichen. Da kommt aber noch ein Flugzeug, das man. Okay, du schießt schon drauf. Na, wo ist er? Der. So, ich dürfte fertig sein. Alles andere ist mir jetzt völlig egal. Da ist noch ein Flugzeug. Hier drüber. Wer war es gestorben? Genau, weißt du, wie es mir geht? Ja, das Flugzeug schießt Raketen. Ah ne, das ist glaube ich eine Drohne. Oh, dir fliegt was an, dir fliegt ja, was ich an. Ich weiß. Ich hab keine Leistung mehr, ich hab nur noch ein Triebwerk. Bring her. Ich weiß es nicht, ob es der ist nicht hinter dir, Der fliegt jetzt gegen hinter unserer GR90, ja. Der ist ganz schön twitchy, der Typ. Ich versuch mal noch meine Bombe loszuwerden. Du bist die Bombe. Wäre Plan B. Sehr schön. Wo ist es denn? Ach, da. Oh lol, das habe ich voll verpennt. Da ist ein Flieger gerade wirklich 5 Meter über mir drüber. Und ey, ich merke gerade sehr stark, dass ich nur noch ein Triebwerk habe. Das andere, das zieht irgendwie nicht mehr. Und jetzt, wenn ich versuche, mich nach links oder rechts zu bewegen, dann kann ich das gar nicht. Das ist schlecht. Ja, weil nur noch ein Triebwerk Leistung hat, das ist echt unangenehm beim Fliegen. Mhm, ja, ja. Oh, jetzt verliere ich mein Flugzeug, na gut. Okay, ich denke unsere Flieger kriegen das hin. Ja, der hätte echt noch den Abschuss für dich bekommen, unfassbar. Ja. Mit so einer schlechten Flugleistung hat er das gar nicht verdient. Hätte mir auch, mein Triebwerk zerschossen. Uah! Oh Gott. Ich bin aber heute auch blind, ne? Steht der? Bei C oben auf der Mauer. Okay. Dann fahr ich da jetzt nicht lang. Ich fahr jetzt IS-7. Das wollen. Wobei, IT-1 ist glaube ich auch ganz gut. Das wollen die Leute auch ständig sehen. Ich fahr T-55A. Okay. Ich warte mal auf dich. Ich bin Stock und es wäre schön, wenn ich einen Reparaturservice dabei hätte. Tja, IT-1. Wir haben gerade eine Rakete ausgetauscht. Er ist geplatzt, ich nicht. Ich habe nur gebrannt. Ich habe ganz vergessen, dass du hier in den Spawn gucken kannst von der Mauer. Die Map habe ich erstaunlich selten.
Dabei mag ich die eigentlich. Stimmt, die war die letzte Zeit echt eher selten. Aber es sind ein paar Maps, die irgendwie seltener gekommen sind, die letzte Zeit. Ja, die haben wir die Stellschraube und ein paar Sachen angepasst. Und die Winterpolen-Map kriegst du halt ständig. Wobei, das hat wieder nachgelassen. Ja, das hat wieder nachgelassen, aber ich vermisse halt wirklich Finnland. Ich spiele gerne Finnland. Schweden haben wir auch voll selten nur noch. Schweden ist auch seltener geworden, ja. Also, ja, also ohne, dass du irgendwelche Liken oder Dislikes, kriegst du gefühlt manche Maps gar nicht mehr. Also das System ist irgendwie nicht ganz durchdacht. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt irgendwie auf wöchentlicher oder monatlicher Basis irgendwie so. Ja, aber dann sollen sie das doch kommunizieren so. Und irgendwie eine Liste preisgeben, was diesen Monat in der Season drankommt. Dann ist einfach jede Map mit dem gleichen. Also vor mir sind Gegner. Okay, dann fahre ich mal hier nach links. Glaub, hinter dem Hügel hier bei mir. Na, vielleicht kann ich den einen oder anderen überraschen. Ich verstehe das immer noch nicht, warum der IT-Bonn aus der Fahrt feuern kann. Superior-Technik. Klar, klar, klar. Ich sehe nichts. Ich glaube, ich habe meinen eigenen Motorsound vom Stein widerhallen hören. Oh, da oben steht was. Ich fahr mal hoch. Also hier oben, ne? Okay. Los, du Flachpanzer, zeig mal, was du kannst. Flachpanzer. Ja. Das ist immer noch das beste Wort, was wir jemals erfunden haben. Foch dich, du Flachpanzer. Das müsste eigentlich so ein Merch-Artikel auf dem Shirt oder so werden. Ja. Ja, der steht über mir. Wenn du hier hin aimen könntest, wäre das, glaube ich, gar nicht schlecht, falls ja, dein Abgang ist. Ich kann ihn aber nicht sehen. Oh doch, warte. Ich hatte ihn kurz gesehen. Ist der zwischen uns? Der steht jetzt genau hier oben auf der Ecke. Ich sehe seine Antenne. Ja, nee, ist klar! Und meine Rakete ist natürlich nicht raus! Unfassbar, ey! GMAs sind heute nervig. Ja, richtig nervig! Leck mich doch am Ärmel! Er ist jetzt weiter nach links gefahren, über unseren Spawn quasi. Na, dann hol ich mir jetzt C. Bist du Arti? Nee. Also bei mir habe ich meine Rakete definitiv noch rausgedrückt, aber die hat ihn irgendwie nicht mehr getroffen. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Nicht nur mit Raketen, auch mit anderen Granaten. Ja. Au. Oh, sorry. Sollte ich mal wieder in den Himmel gucken. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hättest. Der fliegt sehr tief. Alter. Ja, das hat ihm jetzt auch nicht geholfen. Unser SU-11 müsste man mal verklickern, dass hier oben ein Gegner ist. Bei dem BMA kannst du easy peasy. Oh, jetzt hat er sogar unseren Hubschrauber abgeknallt. Die Position von da oben ist halt asozial. Ja. Mal schauen, ob die nicht scouten. Oh, sehr schön. Ich habe sie auch noch gekrittet vorher. Voll gut. Abschusshilfe. Nice. Also ich weiß nicht, welche ich besser finde. Die 23-4 oder die 37-2? Also die hier ist auf jeden Fall gegen Panzer halt noch wesentlich besser. Ja, und die
fliegen auch ein bisschen weiter, weil die halt schwerer sind. Und mehr Masse haben. Ja. Aber die 20er, die hauen halt, also die 23er, 20er, die hauen halt einfach so viel mehr Blei raus. Das ist, ja, im Nahbereich ist die 23-4 definitiv die bessere Wahl. Ja. Und du kannst damit Gegner blinden. Blinden. Blenden. Blenden ist das deutsche Wort. Ich bin nach C hochgefahren. Alter, ich will diesen WMA jetzt lynchen, wenn es das letzte ist, was ich mache, ne? Verlieren halt die Map gerade. Pass auf, der WMA kann dich bestimmt sehen. Nein, ich guck nicht hin, dann guckt er auch nicht hin. Ah, okay. Also der ist nicht gestorben, oder? Ich hab nichts gesehen. Auch nichts gesehen. Ich hab schon wenig scouten. Wo? Spiel, du bist heute in B, nee, in C. Spiel, du bist heute sehr scouting-unfreundlich. Ja, das hatte ich aber auch schon. Ich habe Gegner klar gesehen und... Richtung. Au, diese Warnung kam eine Millisekunde zu spät. Sorry. Ich versuche mein Bestes, aber ich bin so langsam. Ja, das war's für mich. Also, ja. Dafür kann ich jetzt mit der IL-28 kommen und den WMA von oben klatschen. In der Hoffnung, ich krieg's hin. Du musst mir aber gleich eine Markierung setzen. Eine grobe. Es kam da noch ein M64 von hinten. Ach, verdammt. Gefühlt von... War die Duan Rui nicht der Typ, der da oben stand mit dem WMA? Das weiß ich nicht. Ja, ich glaube nämlich schon. Ich habe das Gefühl, also das ist auf jeden Fall den C. Aber der WMA gestorben. Wird auch noch markiert. Ich gucke auf jeden Fall mal, aber ich bin noch 10 Kilometer raus. Komm mit den Luftbodenraketen. Die sollten ja gegen diese kleinen chinesischen Lights helfen. Wir haben auf jeden Fall einen Hubschrauber auch. Das ist eklig. Aber ich glaube, unsere. Wird aber schon beschossen. Von der Su-11, ne? Ja. Na gut, jetzt. Sehr gut. Und schon wieder Frere Schack in meinem Kopf, ne? Jedes Mal, wenn ich Alouette lese. Frere Alouette. Oh, nee. Rendezvous. So, wenn du es mir kurz markierst, gucke ich nach, ob da oben noch was steht. Das muss hier oben sein. Ich sehe jetzt hier nicht. Falls meine Stimme gerade komisch klingt, ich bin sehr nah an den Monitor gebeugt. Ne, ich sehe da oben nichts. Im Alter geht die Sehkraft verloren. Irgendwo ein das Ziel? Ne, ist eine Drohne. Ne, gerade ist nichts markiert. Ah, ich sehe was. Ach, das Ding hat ja gar keine Airbrakes. Nee, du bist deine eigene Airbrake. Hast du verdient! Und ja, das war ein bisschen Overkill. Ich habe 3 von meinen Raketen rausgepfeffert. Aber ich wollte ihn unbedingt töten. Du wolltest sie nicht töten, du wolltest immer noch die Lust nehmen, noch eine Runde zu spielen. Ja, oder so. Ihr solltet bereuen, heute das Spiel gestartet zu haben. Da fliegt noch eine Mikrodrohne rum. Eine Mikrodrohne? Nein, eine Scout-Drohne, die heißt ja Mikrodrohne. Achso, ja, stimmt. So. Ich dachte gerade, wen beleidigst du denn jetzt schon wieder? Du bist eine Mikrodrohne, Alter. Sag mal, ist das hier ein Light im Smog, was markiert ist? Sehe ich gerade nicht, da ist gerade nichts mehr markiert. Okay, da ist auch nichts mehr, glaube ich. Kannst du mal hier für unser Team markieren? Da ist ein Medium vor unserem anderen Spawn. Hat nur noch eine Rakete, das ist eklig. Und da kommt ein Flugzeug, was ich glaube ich rächen will. Ja, will es. Bruce Willis. Oh, das war bestimmt... Nee, es war sogar ein anderer. Das war der Typ von Halo. Die Runde ist interesting. Ich bin raus.
Ich hätte nicht drei Raketen auf dieses Mistding setzen sollen. Aber, ja. Das fühlte sich so gut an. Ja, es fühlte sich wirklich gut an. So, unser Team muss halt jetzt sich mal B holen. Da steht halt ein oder zwei Gegner noch. Wirklich viel Gun Depression hat der Sturm halt auch nicht, ne? Nee, ist halt immer noch ein Sowjet. Da ist irgendwo ein Gegner unter dir, oder? Ja. Er wartet ihn gerade, ob der fährt, so dass ich ihn beschießen kann. Irgendwie Moped. Oh nein. Meine fährt so niedrig. Da muss ich was Cooles tun. Kann das Ding aus der Fahrt feuern? Nee. War aus dem Flug bestimmt, oder? Nein, kann's auch nicht. Das ist schlecht. Das war. LOL. LOL. Hol ihn dir! Ja, oh Mann! Ich hab nur den Motor bekommen. Ach komm, der sollte kaputt sein. Deswegen sage ich ja, irgendwie funktionieren diese Raketen bei mir nicht. Das war eben auch schon so. Ich habe ja nur irgendwie einen Hit bekommen. Das bei dem 122. Cool, ja, ja. Ach Mann. Frustrierend. Alter, die 163, vor allem wenn du in der Zuschaueransicht bist, die ist so laut. Worauf er schießt. Dann gerade eher so, als wäre seine Batterie leer gegangen. Ah, da oben ist was. Ja, räch mich. Das Ding bräuchte mal Annäherungszünder. Wenn das Ding Annäherungszünder hätte, wäre es aber auf 9-0. Hätte ich aber auch kein Problem mit. Ah, das ist eine bessere Staffel. Ja. Und ich hab meine Mission erfüllt, also die Aufnahme hat sich gelohnt. Das ist aber auch irgendwie neu, dass das der Radarlog so ein bisschen hoch und runter schwankt, oder? Ja. Das war der irgendwie immer normal, aber jetzt schwankt der die ganze Zeit. System Measurement ist abgeschlossen, sehr gut. Das wäre irgendwie auf dem Schiff oder so. Ja, das ist irgendwie ein bisschen nervig. Dezent. So, jetzt holen wir uns noch kurz das Ding. Get Reward. Gehen im Battle Pass 3 Stufen vorwärts. Ja, jetzt sind es nur noch. Warte, wo bin ich denn jetzt? Bis 75. Ja, ich weiß. Das nervt voll, dass die Sachen dann nochmal einzeln aufploppen. Ja, ich brauche noch 10 Level. Das ist, ja, easy machbar. Ja, ich habe ein bisschen gestört in letzter Zeit. Aber die Aufnahme war erfolgreich. Das ist die Hauptsache. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bedanken uns. Wenn ihr Wünsche habt, gerne in die Kommentare wie immer. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.